In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie vom Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohenkremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß und grün quartierten Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Canna Indica und Rhabarberstauden besetztes Rondell warf. Einige 20 Schritte weiter, in Richtung und Lage genau dem Seitenflügel entsprechend, lief eine ganz in kleinblättrigem Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen weiß gestrichenen Eisentür unterbrochene Kirchhofsmauer, hinter der der Hohenkremmener Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetterhahn aufragte. Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer bildeten einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen, an dessen offener Seite man eines Teiches mit Wassersteg und angeketteltem Boot und dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde, deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing, die Pfosten der Balkenlage schon etwas schiefstehend. Zwischen Teich und Rondell aber und die Schaukel halb versteckend standen ein paar mächtige alte Platanen. Auch die Front des Herrenhauses, eine mit Aloe-Kübeln und ein paar Gartenstühlen besetzte Rampe, gewährte bei bewölktem Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen aber, wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt, besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf dem im vollen Schatten liegenden Fliesengang saßen, in ihrem Rücken ein paar offene, von wildem Wein umrankte Fenster, neben sich eine vorspringende kleine Treppe, deren vier Steinstufen vom Garten aus in das Hochparterre des Seitenflügels hinaufführten. Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit, die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammenzusetzenden Altarteppichs galt. Ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, runden Tisch bunt durcheinander. Dazwischen noch vom Lunch her ein paar Dessertteller und eine mit großen, schönen Stachelbeeren gefüllte Majolikaschale. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin und her, aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, dass sie sich diesen absichtlich ein wenig ins Komische gezogenen Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab. Und wenn sie dann so dastand und langsam die Arme hebend die Handflächen hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab. Der Hals war frei und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarte sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die Kleine, was sie sich nur gefallen lassen musste, weil die schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war. Eben hatte sich Effi wieder erhoben, um abwechselnd nach links und rechts ihre turnerischen Drehungen zu machen, als die von ihrer Stickerei gerade wieder aufblickende Mama ihr zurief: »Effi, eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin werden müssen, immer am Trapez, immer Tochter der Luft. Ich glaube beinahe, dass du so etwas möchtest.« »Vielleicht, Mama. Aber wenn es so wäre, wer wäre schuld? Von wem hab ich es? Doch nur von dir. Oder meinst du vom Papa?« »Da musst du nun selber lachen. Und dann, warum steckst du mich in diesen Hänger, in diesen Jungskittel?« »Mitunter denke ich, ich komme noch wieder in kurze Kleider. Und wenn ich die erst wieder habe, dann knickse ich auch wieder wie ein Backfisch. Und wenn dann die Rathenower herüberkommen, setze ich mich auf Oberst Götzes Schoß und reite hopp hopp. Warum auch nicht? Drei Viertel ist er Onkel und nur ein Viertel Kurmacher. Du bist schuld. Warum kriege ich keine Staatskleider? Warum machst du keine Dame aus mir?«
Möchtest du's? Nein. Und dabei lief sie auf die Mama zu und umarmte sie stürmisch und küsste sie. Nicht so wild, Effi, nicht so leidenschaftlich. Ich beunruhige mich immer, wenn ich dich so sehe. Und die Mama schien ernstlich willens, in Äußerung ihrer Sorgen und Ängste fortzufahren, aber sie kam nicht weit damit, weil in eben diesem Augenblicke drei junge Mädchen aus der kleinen, in der Kirchhofsmauer angebrachten Eisentür in den Garten eintraten und einen Kiesweg entlang auf das Rondell und die Sonnenuhr zuschritten. Alle drei grüßten mit ihren Sonnenschirmen zu Effi herüber und eilten dann auf Frau von Briest zu, um dieser die Hand zu küssen. Diese tat rasch ein paar Fragen und lud dann die Mädchen ein, ihnen oder doch wenigstens Effi auf eine halbe Stunde Gesellschaft zu leisten. Ich habe ohnehin noch zu tun und junges Volk ist am liebsten unter sich. Gehabt euch wohl. Und dabei stieg sie die vom Garten in den Seitenflügel führende Steintreppe hinauf. Und da war nun die Jugend wirklich allein. Zwei der jungen Mädchen, kleine rundliche Persönchen, zu deren krausem rotblondem Haar ihre Sommersprossen und ihre gute Laune ganz vorzüglich passten, waren Töchter des auf Hansa, Skandinavien und Fritz Reuter eingeschworenen Cantus Jahnke, die denn auch unter Anlehnung an seinen mecklenburgischen Landsmann und Lieblingsdichter und nach dem Vorbilde von Meening und Liening seinen eigenen Zwillingen die Namen Bertha und Hertha gegeben hatte. Die dritte junge Dame war Hulda Niemeyer, Pastor Niemeyers einziges Kind. Sie war damenhafter als die beiden anderen, dafür aber langweilig und eingebildet, eine lymphatische Blondine mit etwas vorspringenden, blöden Augen, die trotzdem beständig nach was zu suchen schienen, weshalb denn auch Klitzing von den Husaren gesagt hatte, sieht sie nicht aus, als erwarte sie jeden Augenblick den Engel Gabriel? Effi fand, dass der etwas kritische Klitzing nur zu sehr recht habe, vermied es aber trotzdem, einen Unterschied zwischen den drei Freundinnen zu machen. Am wenigsten war ihr in diesem Augenblicke danach zu sinn, und während sie die Arme auf den Tisch stemmte, sagte sie, »Diese langweilige Stickerei! Gott sei Dank, dass ihr da seid!« »Aber deine Mama haben wir vertrieben«, sagte Hulda. »Nicht doch, wie sie euch schon sagte, sie wäre doch gegangen. Sie erwartet nämlich Besuch, einen alten Freund aus ihren Mädchentagen her, von dem ich euch nachher erzählen muss. Eine Liebesgeschichte mit Held und Heldin und zuletzt mit Entsagung. Ihr werdet Augen machen und euch wundern. Übrigens habe ich Mamas alten Freund schon drüben in Schwantigo gesehen. Er ist Landrat. Gute Figur und sehr männlich.« »Das ist die Hauptsache«, sagte Hertha. »Freilich ist das die Hauptsache. Weiber weiblich, Männer männlich. Das ist, wie ihr wisst, einer von Papas Lieblingssätzen. Und nun helft mir erst Ordnung schaffen auf dem Tisch hier, sonst gibt es wieder eine Strafpredigt.« Im Nu waren die Docken in den Korb gepackt und als alle wieder saßen, sagte Hulda, »Nun aber, Effi, nun ist es Zeit, nun die Liebesgeschichte mit Entsagung. Oder ist es nicht so schlimm?« »Eine Geschichte mit Entsagung ist nie schlimm. Aber ehe Hertha nicht von den Stachelbeeren genommen, eh kann ich nicht anfangen. Sie lässt ja kein Auge davon. Übrigens, nimm so viel du willst. Wir können ja hinterher neue pflücken. Nur wirf die Schalen weit weg oder noch besser, leg sie hier auf die Zeitungsbeilage. Wir machen dann eine Tüte daraus und schaffen alles beiseite. Mama kann es nicht leiden, wenn die Schlusen überall so umherliegen und sagt immer, man könne dabei ausgleiten und ein Bein brechen.« »Glaub ich nicht«, sagte Hertha, während sie den Stachelbeeren fleißig zusprach. »Ich auch nicht«, bestätigte Effi. »Denk doch mal nach. Ich falle jeden Tag wenigstens zwei, dreimal und noch ist mir nichts gebrochen. Was ein richtiges Bein ist, das bricht nicht so leicht. Meines gewiss nicht und deines auch nicht, Hertha. Was meinst du, Hulda?« »Man soll sein Schicksal nicht versuchen. Hochmut kommt vor dem Fall.« »Immer Gouvernante, du bist doch die geborene alte Jungfer. Und hoffe, mich doch noch zu verheiraten und vielleicht eher als du.« »Meinetwegen, denkst du, dass ich darauf warte? Das fehlte noch. Übrigens, ich kriege schon einen und vielleicht bald. Da ist mir nicht bange. Neulich erst hat mir der kleine Ventivecni von drüben gesagt, Fräulein Effi, was gilt die Wette? Wir sind hier noch in diesem Jahre zu Polterabend und Hochzeit.« »Und was sagtest du da?« »Wohl möglich«, sagte ich, »wohl möglich. Hulda ist die Älteste und kann sich jeden Tag verheiraten.
Aber er wollte davon nichts wissen und sagte, nein, bei einer anderen jungen Dame, die gerade so brünett ist wie Fräulein Hulda, blond ist. Dabei sah er mich ganz ernsthaft an. Aber ich komme vom Hundertsten aufs Tausendste und vergesse die Geschichte. Ja, du brichst immer wieder ab. Am Ende willst du nicht. Oh, ich will schon, aber freilich, ich breche immer wieder ab, weil alles ein bisschen sonderbar ist, ja, beinahe romantisch. Aber du sagtest doch, er sei Landrat. Allerdings Landrat, und er heißt Gerd von Innstetten, Baron von Innstetten. Alle drei lachten. »Warum lacht ihr?« sagte Effi pikiert. »Was soll das heißen?« »Ach, Effi, wir wollen dich ja nicht beleidigen und auch dem Büro nicht. Innstetten, sagtest du, und Gerd, so heißt doch hier kein Mensch. Freilich, die adeligen Namen haben oft sowas Komisches.« »Ja, meine Liebe, das haben sie. Dafür sind es eben Adelige, die dürfen sich das gönnen. Und je weiter zurück, ich meine der Zeit nach, desto mehr dürfen sie sich's gönnen. Aber davon versteht ihr nichts, was ihr mir nicht übel nehmen dürft.« Wir bleiben doch gute Freunde. Gerd von Innstetten also und Baron. Er ist gerade so alt wie Mama. Auf den Tag. Und wie alt ist denn eigentlich deine Mama? 38. Ein schönes Alter. Ist es auch. Namentlich, wenn man noch so aussieht wie die Mama. Sie ist doch eigentlich eine schöne Frau, findet ihr nicht auch? Und wie sie alles so weg hat, immer so sicher und dabei so fein und nie unpassend wie Papa. Wenn ich ein junger Leutnant wäre, so würde ich mich in die Mama verlieben. Aber Effi, wie kannst du nur sowas sagen, sagte Hulda. Das ist ja gegen das vierte Gebot. Unsinn, wie kann das gegen das vierte Gebot sein? Ich glaube, Mama würde sich freuen, wenn sie wüsste, dass ich sowas gesagt habe. Kann schon sein, unterbrach ihr Hertha, aber nun endlich die Geschichte. »Nun, gib dich zufrieden, ich fange schon an.« »Also, Baron Innstetten, als er noch keine 20 war, stand er drüben bei den Rathenowern und verkehrte viel auf den Gütern hier herum. Und am liebsten war er in Schwantiko drüben, bei meinem Großvater Belling. Natürlich war es nicht des Großvaters wegen, dass er so oft drüben war. Und wenn die Mama davon erzählt, so kann jeder leicht sehen, um wen es eigentlich war.« Und ich glaube, es war auch gegenseitig. Und wie kam es nachher? Nun, es kam, wie es kommen musste, wie es immer kommt. Er war ja noch viel zu jung. Und als mein Papa sich einfand, der schon Ritterschaftsrat war und hohen Kremmen hatte, da war kein langes Besinnen mehr. Und sie nahm ihn und wurde Frau von Briest. Und das andere, was sonst noch kam, nun, das wisst ihr. Das andere bin ich. »Ja, das andere bist du, Effi«, sagte Bertha. »Gott sei Dank, wir hätten dich nicht, wenn es anders gekommen wäre. Und nun sage, was tat Innstetten, was wurde aus ihm? Das Leben hat er sich nicht genommen, sonst könntet ihr ihn heute nicht erwarten.« »Nein, das Leben hat er sich nicht genommen, aber ein bisschen war es doch sowas.« »Hat er einen Versuch gemacht?« »Auch das nicht, aber er mochte doch nicht länger hier in der Nähe bleiben und das ganze Soldatenleben überhaupt muss ihm damals wie verleidet gewesen sein. Es war ja auch Friedenszeit. Kurz und gut, er nahm den Abschied und fing an, Juristerei zu studieren, wie Papa sagt, mit einem wahren Biereifer. Nur als der 70er-Krieg kam, trat er wieder ein, aber bei den Perlebergern statt bei seinem alten Regiment und tat auch das Kreuz. Natürlich, denn er ist sehr schneidig.« Und gleich nach dem Kriege saß er wieder bei seinen Akten. Und das heißt, Bismarck halte große Stücke von ihm und auch der Kaiser. Und so kam es, dass er Landrat wurde. Landrat im Kessiner Kreise. Was ist Kessin? Ich kenne hier kein Kessin. Nein, hier in unserer Gegend liegt es auch nicht. Es liegt eine hübsche Strecke von hier fort, in Pommern, in Hinterpommern sogar. Was aber nicht sagen will, weil es ein Badeort ist. Alles da herum ist Badeort. Und die Ferienreise, die Baron Innstetten jetzt macht, ist eigentlich eine Vetternreise oder doch etwas Ähnliches. Er will hier alte Freundschaft und Verwandtschaft wiedersehen. Hat er denn hier Verwandte? Ja und nein, wie man's nehmen will. Innstettens gibt es hier nicht. Gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Aber er hat hier entfernte Vettern von der Mutterseite her. Und vor allem hat er wohl Schwantiko und das Bellingsche Haus wiedersehen wollen, an das ihn so viele Erinnerungen knüpfen. Da war er denn vorgestern drüben und heute will er hier in Hohenkremmen sein. Und was sagt dein Vater dazu? Gar nichts, der ist nicht so. Und dann kennt er ja doch die Mama, er neckt sie bloß.
In diesem Augenblick schlug es Mittag. Und ehe es noch ausgeschlagen, erschien Wilke, das alte Briesche Haus- und Familienfaktotum, um ein Fräulein Effi zu bestellen. Die gnädige Frau ließ sie bitten, dass das gnädige Fräulein zu rechter Zeit auch Toilette mache. Gleich nach eins würde der Herr Baron wohl vorfahren. Und während Wilke dies noch vermeldete, begann er auch schon auf dem Arbeitstisch der Damen abzuräumen und griff dabei zunächst nach dem Zeitungsblatt, auf dem die Stachelbeerschalen lagen. »Nein, Wilke, nicht so. Das mit den Schlusen, das ist unsere Sache. Hertha, du musst nur die Tüte machen und einen Stein hineintun, dass alles besser versinken kann. Und dann wollen wir in einem langen Trauerzug aufbrechen und die Tüte auf offener See begraben.« Wilke schmunzelte. »Ist doch ein Daus, unser Fräulein.« So etwa gingen seine Gedanken. Effi aber, während sie die Tüte mitten auf die rasch zusammengeraffte Tischdecke legte, sagte, »Nun fassen wir alle vier an, jeder an einem Zipfel und singen was Trauriges.« »Das sagst du wohl, Effi, aber was sollen wir denn singen?« »Irgendwas ist ganz gleich. Es muss nur einen Reim auf U haben. U ist immer Trauervokal. Also singen wir Flut, Flut, mach alles wieder gut.« Und während Effi diese Litanei feierlich anstimmte, setzten sich alle vier auf den Steg hin in Bewegung, stiegen in das dort angekettelte Boot und ließen von diesem aus die mit einem Kiesel beschwerte Tüte langsam in den Teich niedergleiten. »Hertha, nun ist deine Schuld versenkt«, sagte Effi. »Wobei mir übrigens einfällt, so vom Boot aus sollen früher auch arme, unglückliche Frauen versenkt worden sein. Natürlich wegen Untreue.« »Aber doch nicht hier.« »Nein, nicht hier«, lachte Effi. »Hier kommt sowas nicht vor. Aber in Konstantinopel. Und du musst ja, wie mir eben einfällt, auch davon wissen, so gut wie ich. Du bist ja mit dabei gewesen, als uns Kandidat Holzapfel in der Geographiestunde davon erzählte.« »Ja«, sagte Hulda, »der erzählte immer sowas. Aber sowas vergisst man doch wieder.« »Ich nicht. Ich behalte sowas.« Sie sprachen noch eine Weile so weiter, wobei sie sich ihrer gemeinschaftlichen Schulstunden und einer ganzen Reihe holzapfelscher Unpassendheiten mit Empörung und Behagen erinnerten. Ja, man konnte sich nicht genug tun damit, bis Hulda mit einem Male sagte, »Nun ist es aber höchste Zeit, Effi, du siehst ja aus, wie sage ich nur, du siehst ja aus, wie wenn du vom Kirschenpflücken kämst, alles zerknittert und zerknautscht. Das Leinenzeug macht immer so viele Falten und der große weiße Klappkragen. Ja, wahrhaftig, jetzt habe ich es. Du siehst ja aus wie ein Schiffsjunge.« »Midshipman, wenn ich bitten darf. Etwas muss ich doch von meinem Adel haben. Übrigens, Midshipman oder Schiffsjunge, Papa hat mir erst neulich wieder einen Mastbaum versprochen. Hier, dicht neben der Schaukel, mit Rahn und einer Strickleiter. Wahrhaftig, das sollte mir gefallen. Und den Wimpel oben selbst anzumachen, das ließ ich mir nicht nehmen. Und du, Hulda, du kämst dann von der anderen Seite herauf und oben in der Luft wollten wir Hurra rufen und uns einen Kuss geben. Alle Wetter, das sollte schmecken.« »Alle Wetter, wie das nun wieder klingt. Du sprichst wirklich wie ein Midshipman. Ich werde mich aber hüten, dir nachzuklettern, ich bin nicht so waghalsig. Janke hat ganz recht, wenn er immer sagt, du hättest zu viel von dem Bellingschen in dir von deiner Mama her. Ich bin bloß ein Pastorskind. Ach, geh mir, stille Wasser sind tief. Aber komm, wir wollen Anschlag spielen. Eine Viertelstunde habe ich noch. Ich mag noch nicht hineingehen und alles bloß, um einem Landrat guten Tag zu sagen, noch dazu einem Landrat aus Hinterpommern. Ältlich ist er auch. Er könnte ja beinahe mein Vater sein. Rasch, rasch, ich fliege aus. Und neben der Bank hier ist frei.« Hulda wollte noch ein paar Einschränkungen machen, aber Effi war schon den nächsten Kiesweg hinauf, links hin, rechts hin, bis sie mit einem Male verschwunden war. »Effi, das gilt nicht. Wo bist du? Wir spielen nicht Versteck, wir spielen Anschlag.« Unter diesen und ähnlichen Vorwürfen eilten die Freundinnen ihr nach, weit über das Rondell und die beiden seitwärts stehenden Platanen hinaus, bis die Verschwundene mit einem Male aus ihrem Verstecke hervorbrach und mühelos, weil sie schon im Rücken ihrer Verfolger war, mit 1, 2, 3 den Freiplatz neben der Bank erreichte. »Wo warst du?« »Hinter den Rhabarberstauden, die haben so große Blätter, noch größer als ein Feigenblatt.« »Pfui.« »Nein, pfui für euch, weil ihr verspielt habt. Hulda mit ihren großen Augen sah wieder nichts, immer ungeschickt.«
Und dabei flog Effi von neuem über das Rondell hin auf den Teich zu, vielleicht weil sie vorhatte, sich erst hinter einer dort aufwachsenden dichten Haselnusshecke zu verstecken, um dann von dieser aus mit einem weiten Umweg um Kirchhof und Fronthaus wieder bis an den Seitenflügel und seinem Freiplatz zu kommen. Alles war gut berechnet. Aber freilich, ehe sie noch halb um den Teich herum war, hörte sie schon vom Hause her ihren Namen rufen und sah, während sie sich umwandte, die Mama, die von der Steintreppe her mit ihrem Taschentuche winkte. Noch einen Augenblick und Effi stand vor ihr. »Nun bist du doch noch in deinem Kittel und der Besuch ist da. Nie hältst du Zeit.« »Ich halte schon die Zeit, aber der Besuch hat nicht Zeit gehalten. Es ist noch nicht eins, noch lange nicht.« Und sich nach den Zwillingen hin umwendend, Hulda war noch weiter zurück, rief sie diesen zu, »Spielt nur weiter, ich bin gleich wieder da.« Schon im nächsten Augenblicke trat Effi mit der Mama in den großen Gartensaal, der fast den ganzen Raum des Seitenflügels füllte. »Mama, du darfst mich nicht schelten, es ist wirklich erst halb. Warum kommt er so früh? Kavaliere kommen nicht zu spät, aber noch weniger zu früh.« Frau von Briest war in sichtlicher Verlegenheit. Effi aber schmiegte sich liebkosend an sie und sagte, »Verzeih, ich will mich nun eilen. Du weißt, ich kann auch rasch sein, und in 5 Minuten ist Aschenputtel in eine Prinzessin verwandelt. So lange kann er warten oder mit dem Papa plaudern.« Und der Mama zunickend wollte sie leichten Fußes eine kleine eiserne Stiege hinauf, die aus dem Saal in den Oberstock hinaufführte. Frau von Briest aber, die unter Umständen auch unkonventionell sein konnte, hielt plötzlich die schon forteilende Effi zurück, warf einen Blick auf das jugendlich reizende Geschöpf, das, noch erhitzt von der Aufregung des Spiels, wie ein Bild frischesten Lebens vor ihr stand und sagte, beinahe vertraulich, »Es ist am Ende das Beste, du bleibst, wie du bist.« »Ja, bleibe so. Du siehst gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurechtgemacht. Und darauf kommt es in diesem Augenblicke an. Ich muss dir nämlich sagen, meine süße Effi«, und sie nahm ihres Kindes beide Hände, »ich muss dir nämlich sagen, aber Mama, was hast du nur? Mir wird ja ganz Angst und Bange.« »Ich muss dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Instetten eben um deine Hand angehalten hat.« »Um meine Hand angehalten? Und im Ernst?« »Es ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Du hast ihn vorgestern gesehen und ich glaube, er hat dir auch gut gefallen. Er ist freilich älter als du, was alles in allem ein Glück ist. Dazu ein Mann von Charakter, von Stellung und guten Sitten. Und wenn du nicht Nein sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum denken kann, so stehst du mit 20 Jahren da, wo andere mit 40 stehen. Du wirst deine Mama weit überholen.« Effi schwieg und suchte nach einer Antwort. Aber ehe sie diese finden konnte, hörte sie schon des Vaters Stimme von dem angrenzenden, noch im Fronthause gelegenen Hinterzimmer her und gleich danach überschritt Ritterschaftsrat von Briest, ein wohlkonservierter 50er von ausgesprochener Bonhomie, die Gartensalonschwelle. Mit ihm Baron Instetten, schlank, brünett und von militärischer Haltung. Effi, als sie seiner ansichtig wurde, kam in ein nervöses Zittern. Aber nicht auf lange, denn im selben Augenblick gefasst, wo sich Instetten unter freundlicher Verneigung ihr näherte, wurden an die mittleren der weit offenstehenden und von wildem Wein halb überwachsenen Fenster die rotblonden Köpfe der Zwillinge sichtbar, und Hertha, die ausgelassenste, rief in den Saal hinein, »Effi, komm!« Dann duckte sie sich, und beide Schwestern sprangen von der Banklehne, darauf sie gestanden, wieder in den Garten hinab, und man hörte nur noch ihr leises Kichern und Lachen. So folgt die 17-jährige und noch kindliche Effi dem mehr als 20 Jahre älteren in sein Kessiner Haus, ohne rechte Vorstellung von der Ehe zu haben, ja ohne den zeremoniell steifen Instetten eigentlich zu lieben. Nachdem das Ungewohnte der neuen Umgebung zunächst anregend auf Effi gewirkt hat, beginnt sie bald, von ihrem Mann oft allein gelassen, sich in dem gesellschaftlichen, unergiebigen Kessin zu langweilen. Ihr wird schmerzlich bewusst, was ihr in ihrer Ehe fehlt. Huldigung, Anregungen, kleine Aufmerksamkeiten, denn Instetten war lieb und gut, aber ein Liebhaber war er nicht.
Zudem wird sie durch merkwürdige Spukgeräusche und Erscheinungen geängstigt, ohne bei ihrem Mann Verständnis und Trost zu finden. Sie schreibt einen langen Brief an ihre Mutter. Kessin, 31. Dezember. Meine liebe Mama, das wird nun wohl ein langer Schreibebrief werden, denn ich habe, die Karte rechnet nicht, lange nichts von mir hören lassen. Als ich das letzte Mal schrieb, steckte ich noch in den Weihnachtsvorbereitungen. Jetzt liegen die Weihnachtstage schon zurück. Innstetten und mein guter Freund Gieshübler hatten alles aufgeboten, mir den Heiligen Abend so angenehm wie möglich zu machen. Aber ich fühlte mich doch ein wenig einsam und bangte mich nach euch. Überhaupt, so viel Ursache ich habe zu danken und froh und glücklich zu sein, ich kann ein Gefühl des Alleinseins nicht ganz loswerden. Und wenn ich mich früher vielleicht mehr als nötig über Huldas ewige Gefühlsträne mokiert habe, so werde ich jetzt dafür bestraft und habe selber mit dieser Träne zu kämpfen. Denn Innstetten darf es nicht sehen. Ich bin aber sicher, dass das alles besser werden wird, wenn unser Hausstand sich mehr belebt. Und das wird der Fall sein, meine liebe Mama. Was ich neulich andeutete, das ist nun Gewissheit. Und Innstetten bezeugt mir täglich seine Freude darüber. Wie glücklich ich selber im Hinblick darauf bin, brauche ich nicht erst zu versichern. Schon weil ich dann Leben und Zerstreuung um mich her haben werde oder, wie Gerd sich ausdrückt, ein liebes Spielzeug. Mit diesem Worte wird er wohl recht haben, aber er sollte es lieber nicht gebrauchen, weil es mir immer einen kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin und dass ich noch halb in die Kinderstube gehöre. Diese Vorstellung verlässt mich nicht. Gerd meint, es sei krankhaft und bringt es zu Wege, dass das, was mein höchstes Glück sein sollte, doch fast noch mehr eine beständige Verlegenheit für mich ist. Ja, meine liebe Mama, als die guten flämischen Damen sich neulich nach allem Möglichen erkundigten, war mir zumut, als stünde ich schlecht vorbereitet in einem Examen. Und ich glaube auch, dass ich recht dumm geantwortet habe. Verdrießlich war ich auch. Denn manches, was wie Teilnahme aussieht, ist doch bloß Neugier und wirkt umso zudringlicher, als ich ja noch lange bis in den Sommer hinein auf das frohe Ereignis zu warten habe. Ich denke, die ersten Julitage. Dann musst du kommen. Oder noch besser, sobald ich einigermaßen wieder bei Wege bin, komme ich, nehme hier Urlaub und mache mich auf nach Hohenkremm. Ach, wie ich mich darauf freue und auf die havelländische Luft. Hier ist es was immer rau und kalt. Und dann jeden Tag eine Fahrt ins Loch, alles rot und gelb. Und ich sehe schon, wie das Kind die Hände danach streckt. Denn es wird doch wohl fühlen, dass es eigentlich da zu Hause ist. Aber das schreibe ich nur dir. Innstetten darf nicht davon wissen. Und auch dir gegenüber muss ich mich wie entschuldigen, dass ich mit den Kindern nach Hohenkremm will und mich heute schon anmelde, statt dich, meine liebe Mama, dringend und herzlich nach Kessin hin einzuladen, das ja doch jeden Sommer 1500 Badegäste hat und Schiffe mit allen möglichen Flaggen und sogar ein Dünenhotel. Aber dass ich so wenig Gastlichkeit zeige, das macht nicht, dass ich ungastlich wäre. So sehr bin ich nicht aus der Art geschlagen. Das macht einfach unser landrätliches Haus, das so viel Hübsches und Apartes es hat, doch eigentlich gar kein richtiges Haus ist, sondern nur eine Wohnung für zwei Menschen. Und auch das kaum, denn wir haben nicht einmal ein Esszimmer, was doch genannt ist, wenn ein paar Personen zu Besuch sich einstellen. Wir haben freilich noch Räumlichkeiten im ersten Stock, einen großen Saal und vier kleine Zimmer, aber sie haben alle etwas wenig Einladendes, und ich würde sie Rumpelkammer nennen, wenn sich etwas Gerümpel darin vorfände. Sie sind aber ganz leer, ein paar Binsenstühle abgerechnet, und machen, das Mindeste zu sagen, einen sehr sonderbaren Eindruck. Nun wirst du wohl meinen, das alles sei ja leicht zu ändern, aber es ist nicht zu ändern, denn das Haus, das wir bewohnen, ist ein Spukhaus. Da ist es heraus. Ich beschwöre dich übrigens, mir auf diese meine Mitteilung nicht zu antworten, denn ich zeige Innstetten immer eure Briefe und er wäre außer sich, wenn er erführe, dass ich dir das geschrieben. Ich hätte es auch nicht getan, und zwar umso weniger, als ich seit vielen Wochen in Ruhe geblieben bin und aufgehört habe, mich zu ängstigen,
Aber Johanna sagt mir, es käme immer mal wieder, namentlich, wenn wer Neues im Hause erschiene. Und ich kann dich doch einer solchen Gefahr, oder wenn das zu viel gesagt ist, einer solchen eigentümlichen und unbequemen Störung nicht aussetzen. Mit der Sache selber will ich dich heute nicht behelligen, jedenfalls nicht ausführlich. Es ist eine Geschichte von einem alten Kapitän, einem sogenannten Chinafahrer und seiner Enkelin, die mit einem hiesigen jungen Kapitän eine kurze Zeit verlobt war und an ihrem Hochzeitstage plötzlich verschwand. Das möchte hingehen, aber was wichtiger ist, ein junger Chinese, den ihr Vater aus China mit zurückgebracht hatte und der erst der Diener und dann der Freund des Alten war, der starb kurze Zeit danach und ist an einer einsamen Stelle neben dem Kirchhof begraben worden. Ich bin neulich da vorübergefahren, wandte mich aber rasch ab und sah nach der anderen Seite, weil ich glaube, ich hätte ihn sonst auf dem Grabe sitzen sehen. Denn, ach, meine liebe Mama, ich habe ihn einmal wirklich gesehen. Oder es ist mir wenigstens so vorgekommen, als ich fest schlief und Innstetten auf Besuch beim Fürsten war. Es war schrecklich. Ich möchte sowas nicht wieder erleben. Und in ein solches Haus, so hübsch es sonst ist, es ist sonderbarerweise gemütlich und unheimlich zugleich, kann ich dich doch nicht gut einladen. Und Innstetten, trotzdem ich ihm schließlich in vielen Stücken zustimmte, hat sich dabei, so viel möchte ich sagen dürfen, auch nicht ganz richtig benommen. Er verlangte von mir, ich solle das alles als alten Weiberunsinn ansehen und darüber lachen. Aber mit einem Mal schien er doch auch wieder selber daran zu glauben und stellte mir zugleich die sonderbare Zumutung, einen solchen Hausspuk als etwas Vornehmes und Altadeliges anzusehen. Das kann ich aber nicht und will es auch nicht. Er ist in diesem Punkte, so gütig er sonst ist, nicht gütig und nachsichtig genug gegen mich. Denn dass es etwas damit ist, das weiß ich von Johanna und weiß es auch von unserer Frau Kruse. Das ist nämlich unsere Kutscherfrau, die mit einem schwarzen Huhn beständig in einer überheizten Stube sitzt. Dies allein schon ist ängstlich genug. Und nun weißt du, warum ich kommen will, wenn es erst soweit ist. Ach, wäre es nur erst soweit. Es sind so viele Gründe, warum ich es wünsche. Heute Abend haben wir Silvesterball und Gieshübler, der einzig nette Mensch hier, trotzdem er eine hohe Schulter hat oder eigentlich schon etwas mehr, Gieshübler hat mir Kamelien geschickt. Ich werde doch vielleicht tanzen. Unser Arzt sagt, es würde mir nichts schaden, im Gegenteil. Und Innstetten, was mich fast überraschte, hat auch eingewilligt. Und nun grüße und küsse Papa und all die anderen Lieben. Glück auf zum neuen Jahr. Deine Effi. Die Geburt einer Tochter lässt Effi reifer und fraulicher werden, aber auch das Kind kann sie aus ihrer inneren Vereinsamung nicht befreien. Allmählich und fast gegen ihren Willen entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen ihr und dem neuen Bezirkskommandanten Krampas, einem erfahrenen, leichtsinnigen Damenmann, dem alle Gesetzmäßigkeiten langweilig sind. Das Verhältnis bleibt jedoch ohne Leidenschaft. Das Verbotene und Heimliche ihres Tuns ist Effis offener Natur zuwider. So begrüßt sie es als Erlösung, dass Innstetten nach Berlin versetzt wird und die Beziehungen zu Krampas damit ein unauffälliges Ende findet. Das Ehepaar verlebt ruhige und harmonische Jahre in Berlin. Da findet Innstetten eines Tages während der Abwesenheit seiner Frau die Briefe, die Krampas in Kessin an Effi geschrieben hat. Er fühlt sich tief in seiner Ehre verletzt, und wenn auch keinerlei Gefühl von Hass oder Rachsucht in ihm aufkommt, sieht er doch keinen anderen Weg zur Wiederherstellung seines Ansehens vor sich selbst und der Welt, als Krampas zum Duell zu fordern. Krampas fällt. Obwohl Innstetten sich der Fragwürdigkeit des geltenden Ehrbegriffes bewusst ist, kann er sich doch über die Gebote der Gesellschaft nicht hinwegsetzen. Er lässt sich von seiner Frau scheiden. Das Kind bleibt bei ihm.
Da Effis Eltern ihr aus gesellschaftlichen Rücksichten die Zuflucht im Hohen Cremmen verweigern, lebt sie fortan zusammen mit dem Kindermädchen ihrer Tochter Annie in einer bescheidenen Berliner Wohnung. Dort findet auf ihr wiederholtes Bitten und auf die Fürbitte einer angesehenen Persönlichkeit ein Wiedersehen mit der nun 10-jährigen Annie statt. Am zweitfolgenden Tage trafen wie versprochen einige Zeilen ein und Effi las: »Es freut mich, liebe gnädige Frau, Ihnen gute Nachricht geben zu können. Alles ging nach Wunsch. Ihr Herr Gemahl ist zu sehr Mann von Welt, um einer Dame eine von ihr vorgetragene Bitte abschlagen zu können. Zugleich aber, auch das darf ich Ihnen nicht verschweigen, ich sah deutlich, dass sein Ja nicht dem entsprach, was er für klug und richtig hält. Aber kriteln wir nicht, wo wir uns freuen sollen. Ihre Annie, so haben wir es verabredet, wird über Mittag kommen, und ein guter Stern stehe über ihrem Wiedersehen.« Es war mit der zweiten Post, dass Effi diese Zeilen empfing, und bis zu Annies Erscheinen waren mutmaßlich keine 2 Stunden mehr. Eine kurze Zeit, aber immer noch zu lang, und Effi schritt in Unruhe durch beide Zimmer und dann wieder in die Küche, wo sie mit Roswitha von allem Möglichen sprach, von dem Efeu drüben an der Christuskirche, nächstes Jahr würden die Fenster wohl ganz zugewachsen sein, von dem Portier, der den Gashahn wieder so schlecht zugeschraubt habe, sie würden doch noch nächstens in die Luft fliegen, und dass sie das Petroleum doch lieber wieder aus der großen Lampenhandlung unter den Linden als aus der Anhaltsstraße holen solle. Von allem Möglichen sprach sie, nur von Annie nicht, weil sie die Furcht nicht aufkommen lassen wollte, die trotz der Zeilen der Ministerin oder vielleicht auch um dieser Zeilen willen in ihr lebte. Nun war Mittag. Endlich wurde geklingelt. Schüchtern. Und Roswitha ging, um durch das Guckloch zu sehen. Richtig, es war Annie. Roswitha gab dem Kinde einen Kuss, sprach aber sonst kein Wort und ganz leise, wie wenn ein Kranker im Hause wäre, führte sie das Kind vom Korridor her erst in die Hinterstube und dann bis an die nach vorn führende Tür. »Da, geh hinein, Annie.« Und unter diesen Worten, sie wollte nicht stören, ließ sie das Kind allein und ging wieder auf die Küche zu. Effi stand am anderen Ende des Zimmers, den Rücken gegen den Spiegelpfeiler, als das Kind eintrat. »Annie!« Aber Annie blieb an der nur angelehnten Tür stehen, halb verlegen, aber halb auch mit Vorbedacht. Und so eilte denn Effi auf das Kind zu, hob es in die Höhe und küsste es. »Annie, mein süßes Kind, wie freue ich mich! Komm, erzähle mir!« Und dabei nahm sie Annie bei der Hand und ging auf das Sofa zu, um sich da zu setzen. Annie stand aufrecht und griff, während sie die Mutter immer noch scheu ansah, mit der Linke nach dem Zipfel der herabhängenden Tischdecke. »Weißt du wohl, Annie, dass ich dich einmal gesehen habe?« »Ja, mir war es auch so. Und nun erzähle mir recht viel. Wie groß du geworden bist!« »Und das ist die Narbe da, Roswitha hat mir davon erzählt. Du warst immer so wild und ausgelassen beim Spielen. Das hast du von deiner Mama, die war auch so. Und in der Schule? Ich denke mir, du bist immer die Erste. Du siehst mir so aus, als müsstest du eine Musterschülerin sein und immer die besten Zensuren nach Hause bringen. Ich habe auch gehört, dass dich das Fräulein von Wedelstedt so gelobt haben soll. Das ist recht. Ich war auch so ehrgeizig, aber ich hatte nicht solche gute Schule. Mythologie war immer mein Bestes. Worin bist du denn am besten?« »Ich weiß es nicht.« »Oh, du wirst es schon wissen. Das weiß man. Worin hast du denn die beste Zensur?« »In der Religion.« »Nun, siehst du, da weiß ich es doch.« »Ja, das ist sehr schön.« »Ich war nicht so gut darin, aber es wird wohl auch an dem Unterricht gelegen haben. Wir hatten bloß einen Kandidaten.« »Wir hatten auch einen Kandidaten.« »Und der ist fort?« Annie nickte. »Warum ist er fort?« »Ich weiß es nicht. Wir haben nun wieder den Prediger.« »Den ihr alle sehr liebt.« »Ja,
Zwei aus der ersten Klasse wollen auch übertreten. Ah, ich verstehe. Das ist schön. Und was macht Johanna? Johanna hat mich bis vor das Haus begleitet. Und warum hast du sie nicht mit heraufgebracht? Sie sagte, sie wolle lieber unten bleiben und an der Kirche drüben warten. Und da sollst du sie wohl abholen? Ja. Sie wird doch hoffentlich nicht ungeduldig werden. Es ist ein kleiner Vorgarten da und die Fenster sind schon halb von Efeu überwachsen, als ob es eine alte Kirche wäre. Ich möchte sie aber doch nicht gerne warten lassen. Ich sehe, du bist sehr rücksichtsvoll und darüber werde ich mich wohl freuen müssen. Man muss es nur richtig einteilen. Und nun sage mir noch, was macht Rollo? Rollo ist sehr gut, aber Papa sagt, der Hund würde so faul. Er liegt immer in der Sonne. Das glaube ich, so war er schon, als du noch ganz klein warst. Und nun sage mir, Anni, denn heute haben wir uns ja bloß so mal wieder gesehen. Wirst du mich öfter besuchen? Oh, gewiss, wenn ich darf. Wir können dann in den Prinz-Albrechtschen Garten spazieren gehen. Oh, gewiss, wenn ich darf. Oder wir gehen zu Schilling und essen Eis. Ananas oder Vanilleneis. Das aß ich immer am liebsten. Oh, gewiss, wenn ich darf. Und bei diesem dritten »Wenn ich darf« war das Maß voll. Effi sprang auf und ein Blick, in dem es wie Empörung aufflammte, traf das Kind. »Ich glaube, es ist die höchste Zeit, Anni. Johanna wird sonst ungeduldig.« Und sie zog die Klingel. Roswitha, die schon im Nebenzimmer war, trat gleich ein. »Roswitha, gib Anni das Geleit bis drüben zur Kirche. Johanna wartet da. Hoffentlich hat sie sich nicht erkältet. Es sollte mir leid tun. Grüße, Johanna.« Und nun gingen beide. Kaum aber, dass Roswitha draußen die Tür ins Schloss gezogen hatte, so riss Effi, weil sie zu ersticken drohte, ihr Kleid auf und verfiel in ein krampfhaftes Lachen. »So also, sieht dein Wiedersehen aus?« Und dabei stürzte sie nach vorn, öffnete die Fensterflügel und suchte nach etwas, das ihr beistehe. Und sie fand auch was in der Not ihres Herzens. Da neben dem Fenster war ein Bücherbrett, ein paar Bände von Schiller und Körner darauf, und auf den Gedichtbüchern, die alle gleiche Höhe hatten, lag eine Bibel und ein Gesangbuch. Sie griff danach, weil sie etwas haben musste, vor dem sie knien und beten konnte, und legte Bibel und Gesangbuch auf den Tischrand, gerade da, wo Anni gestanden hatte, und mit einem heftigen Ruck warf sie sich davor nieder und sprach halblaut vor sich hin, »O du Gott im Himmel, vergib mir, was ich getan. Ich war ein Kind. Aber nein, nein, ich war kein Kind. Ich war alt genug, um es zu wissen, was ich tat. Ich habe es auch gewusst und ich will meine Schuld nicht kleiner machen, aber das ist zu viel. Denn das hier mit dem Kind, das bist nicht du, Gott, der mich strafen will. Das ist er, bloß er. Ich habe geglaubt, dass er ein edles Herz habe und habe mich immer klein neben ihm gefühlt. Aber jetzt weiß ich, dass er es ist. Er ist klein. Und weil er klein ist, ist er grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. Das hat er dem Kinde beigebracht. Ein Schulmeister war er immer. Krampas hat ihn so genannt, spöttisch damals, aber er hat recht gehabt. Oh, gewiss, wenn ich darf. Du brauchst nicht zu dürfen, ich will euch nicht mehr. Ich hasse euch. Auch mein eigen Kind. Was zu viel ist, ist zu viel. Ein Streber war er, weiter nichts. Ehre, Ehre, Ehre. Und dann hat er den armen Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte und den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte. Dummheit war alles. Und nun Blut und Mord und ich schuld. Nun schickt er mir das Kind, weil er eine Ministerin nichts abschlagen kann. Und ehe er das Kind schickt, richtet er es ab wie einen Papagei und bringt ihm die Phrase bei, wenn ich darf. Mich ekelt, was ich getan, aber was mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend. Weg mit euch. Ich muss leben.
Aber ewig wird es ja wohl nicht dauern. Als Roswitha wiederkam, lag Effi am Boden, das Gesicht abgewandt, wie leblos. Nach diesem Besuch bricht Effi, die schon lange kränkelt, zusammen. Auf Ermittlung ihres Arztes Wiesecke holen die Eltern die Todkranke endlich heim. Der Mai war schön, der Juni noch schöner. Und Effi, nachdem ein erstes schmerzliches Gefühl, das Rollos Eintreffen in ihr geweckt hatte, glücklich überwunden war, war voll Freude, das treue Tier wieder um sich zu haben. Roswitha wurde belobt, und der alte Briest erging sich seiner Frau gegenüber in Worten der Anerkennung für Instetten, der ein Kavalier sei, nicht kleinlich und immer das Herz auf dem rechten Fleck gehabt habe. Schade, dass die dumme Geschichte dazwischen fahren musste. Eigentlich war es doch ein Musterpaar. Der Einzige, der bei dem Wiedersehen ruhig blieb, war Rollo selbst, weil er entweder kein Organ für Zeitmaß hatte oder die Trennung als eine Unordnung ansah, die nun einfach wieder behoben sei. Dass er alt geworden, wirkte wohl auch mit dabei. Mit seinen Zärtlichkeiten blieb er sparsam, wie er beim Wiedersehen sparsam mit seinen Freudenbezeugungen gewesen war. Aber in seiner Treue war er womöglich noch gewachsen. Er wich seiner Herrin nicht von der Seite. Nachts lag er vor Effis Tür auf der Binsenmatte, morgens, wenn das Frühstück im Freien genommen wurde, neben der Sonnenuhr. Immer ruhig, immer schläfrig. Und nur wenn sich Effi vom Frühstückstisch erhob und auf den Flur zuschritt und hier erst den Strohhut und dann den Sonnenschirm vom Ständer nahm, kam ihm seine Jugend wieder. Und ohne sich darum zu kümmern, ob seine Kraft auf eine große oder kleine Probe gestellt werden würde, jagte er die Dorfstraße hinauf und wieder herunter und beruhigte sich erst, wenn sie zwischen den ersten Feldern waren. Effi, der freie Luft noch mehr galt als landschaftliche Schönheit, vermied die kleinen Waldpartien und hielt meist die große, zunächst von uralten Rüstern und dann, wo die Chaussee begann, von Pappeln besetzte große Straße, die nach der Bahnhofsstation führte, wohl eine Stunde wegs. An allem freute sie sich, atmete beglückt den Duft ein, der von den Raps- und Kleefeldern herüberkam, oder folgte dem Aufsteigen der Lerchen und zählte die Ziehbrunnen und Tröge, daran das Vieh zur Tränke ging. Dabei klang ein leises Läuten zu ihr herüber. Und dann war ihr zu Sinn, als müsse sie die Augen schließen und in einem süßen Vergessen hinübergehen. In der Nähe der Station, hart an der Chaussee, lag eine Chausseewalze. Das war ihr täglicher Rasteplatz, von dem aus sie das Treiben auf dem Bahndamm verfolgen konnte. Züge kamen und gingen, und mitunter sah sie zwei Rauchfahnen, die sich einen Augenblick wie deckten und dann nach links und rechts hin wieder auseinandergingen, bis sie hinter Dorf und Wäldchen verschwanden. Rollo saß dann neben ihr an ihrem Frühstück teilnehmend, und wenn er den letzten Bissen aufgefangen hatte, fuhr er, wohl um sich dankbar zu bezeigen, irgendeine Ackerfurche wie ein Rasender hinauf und hielt nur inne, wenn ein paar beim Brüten gestörte Rebhühner dicht neben ihm aus einer Nachbarfurche aufflogen. »Wie schön dieser Sommer, dass ich noch so glücklich sein könnte, liebe Mama. Vor einem Jahre hätte ich es nicht gedacht.« Das sagte Effi jeden Tag, wenn sie mit der Mama um den Teich schritt oder einen Frühapfel vom Zweig brach und tapfer einbiss, denn sie hatte die schönsten Zähne. Frau von Briest streichelte ihr dann die Hand und sagte, »Werde nur erst wieder gesund, Effi, ganz gesund. Das Glück findet sich dann, nicht das Alte, aber ein Neues. Es gibt Gott sei Dank viele Arten von Glück und du sollst sehen, wir werden schon etwas finden für dich.« Ihr seid so gut. Und eigentlich habe ich doch auch euer Leben geändert und euch vor der Zeit zu alten Leuten gemacht. Ach, meine liebe Effi, davon sprich nicht. Als es kam, da dachte ich ebenso. Jetzt weiß ich, dass unsere Stille besser ist als der Lärm und das laute Getriebe von vordem. Und wenn du so fortfährst, können wir noch reisen.
Als Wiesike Mentone vorschlug, da warst du krank und reizbar und hattest, weil du krank warst, ganz recht mit dem, was du von den Schaffnern und Kellnern sagtest. Aber wenn du wieder festere Nerven hast, dann geht es. Dann ärgert man sich nicht mehr, dann lacht man über die großen Allüren und das gekräuselte Haar. Und dann das blaue Meer und weiße Segel und die Felsen ganz mit rotem Kaktus überwachsen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich denke es mir so. Und ich möchte es wohl kennenlernen. So verging der Sommer, und die Sternschnuppennächte lagen schon zurück. Effi hatte während dieser Nächte bis über Mitternacht hinaus am Fenster gesessen und sich nicht müde sehen können. Ich war immer eine schwache Christin. Aber ob wir doch vielleicht von da oben stammen? Und wenn es hier vorbei ist, in unsere himmlische Heimat zurückkehren? Zu den Sternen oben? Oder noch darüber hinaus? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich habe nur die Sehnsucht. Arme Effi, du hattest zu den Himmelswundern zu lange hinaufgesehen und darüber nachgedacht. Und das Ende war, dass die Nachtluft und die Nebel, die vom Teich her aufstiegen, sie wieder aufs Krankenbett warfen. Und als Wiesike gerufen wurde und sie gesehen hatte, nahm er Briest beiseite und sagte, »Wird nichts mehr. Machen Sie sich auf ein baldiges Ende gefasst.« Er hatte nur zu wahr gesprochen, und wenige Tage danach, es war noch nicht spät und die 10. Stunde noch nicht heran, da kam Roswitha nach unten und sagte zu Frau von Briest, »Gnädigste Frau, mit der gnädigen Frau oben ist es schlimm. Sie spricht immer so still vor sich hin, und mitunter ist es, als ob sie bete. Sie will es aber nicht wahrhaben, und ich weiß nicht, mir ist, als ob es jede Stunde vorbei sein könnte.« »Will sie mich sprechen?« »Sie hat es nicht gesagt, aber ich glaube, sie möchte es. Sie wissen ja, wie sie ist. Sie will sie nicht stören und ängstlich machen, aber es wäre doch wohl gut.« »Es ist gut, Roswitha«, sagte Frau von Briest. »Ich werde kommen.« Und ehe die Uhr noch einsetzte, stieg Frau von Briest die Treppe hinauf und trat bei Effi ein. Das Fenster stand auf, und sie lag auf einer Chaiselongue, die neben dem Fenster stand. Frau von Briest schob einen kleinen schwarzen Stuhl mit drei goldenen Stäbchen in der Ebenholzlehne heran, nahm Effis Hand und sagte, »Wie geht es dir, Effi?« Roswitha sagt, »Du seist so fiebrig.« »Ach, Roswitha nimmt alles so ängstlich. Ich sah ihr an, sie glaubt, ich sterbe. Ich weiß nicht, aber sie denkt, es soll es jeder so ängstlich nehmen wie sie selbst.« »Bist du so ruhig über Sterben, liebe Effi?« »Ganz ruhig, Mama. Täuscht du dich darin nicht? Alles hängt am Leben und die Jugend erst recht. Und du bist noch so jung, liebe Effi.« Effi schwieg eine Weile. Dann sagte sie, »Du weißt, ich habe nicht viel gelesen, und Innstetten wunderte sich oft darüber, und das war ihm nicht recht.« Es war das erste Mal, dass sie Innstettens Namen nannte, was einen großen Eindruck auf die Mama machte und dieser klar zeigte, dass es zu Ende sei. »Aber ich glaube«, nahm Frau von Briest das Wort, »du wolltest mir was erzählen.« »Ja, das wollte ich, weil du davon sprachst, ich sei noch so jung.« »Freilich bin ich noch jung. Aber das schadet nichts. Es war noch in glücklichen Tagen, da las mir Innstetten abends vor. Er hatte sehr gute Bücher, und in einem hieß es, es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden, und am anderen Tage habe der Abgerufene gefragt, wie es denn nachher gewesen sei. Da habe man ihm geantwortet, ach, es war noch allerlei, aber eigentlich haben sie nichts versäumt. Sieh, Mama, diese Worte haben sich mir eingeprägt. Es hat nicht viel zu bedeuten, wenn man von der Tafel etwas früher abgerufen wird.« Frau von Briest schwieg. Effi aber schob sich etwas höher hinauf und sagte dann, »Und da ich nun mal von alten Zeiten und auch von Innstetten gesprochen habe, muss ich dir doch noch etwas sagen.
liebe Mama. Du regst dich auf, Effi. Nein, nein. Etwas von der Seele heruntersprechen, das regt mich nicht auf. Das macht still. Und da wollte ich dir denn sagen, ich sterbe mit Gott und Menschen versöhnt. Auch versöhnt mit ihm. Warst du denn in deiner Seele in so großer Bitterkeit mit ihm? Eigentlich, verzeih mir, meine liebe Effi, dass ich das jetzt noch sage, eigentlich hast du doch euer Leid heraufbeschworen. Effi nickte. Ja, Mama, und traurig, dass es so ist. Aber als dann all das Schreckliche kam und zuletzt das mit Annie, du weißt schon, da habe ich doch, wenn ich das lächerliche Wort gebrauchen darf, den Spieß umgekehrt und habe mich ganz ernsthaft in den Gedanken hineingelebt, er sei schuld, weil er nüchtern und berechnet gewesen sei und zuletzt auch noch grausam. Und da sind Verwünschungen gegen ihn über meine Lippen gekommen. Und das bedrückt dich jetzt? Ja, und es liegt mir daran, dass er erfährt, wie mir hier in meinen Krankheitstagen, die doch fast meine schönsten gewesen sind, wie mir hier klar geworden, dass er in allem Recht gehandelt. In der Geschichte mit dem armen Krampas, ja, was sollte er am Ende anders tun? Und dann, womit er mich am tiefsten verletzte, dass er mein eigen Kind in einer Art Abwehr gegen mich erzogen hat. So hart es mir ankommt und so weh es mir tut, er hat auch darin recht gehabt. Lass ihn das wissen, dass ich in dieser Überzeugung gestorben bin. Es wird ihn trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen. Denn er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist. Frau von Briest sah, dass Effi erschöpft war und zu schlafen schien oder schlafen wollte. Sie hob sich leise von ihrem Platz und ging. Indessen, kaum dass sie fort war, erhob sich auch Effi und setzte sich an das offene Fenster, um noch einmal die kühle Nachtluft einzusaugen. Die Sterne flimmerten und im Parke regte sich kein Blatt. Aber je länger sie hinaushorchte, je deutlicher hörte sie wieder, dass es wie ein feines Rieseln auf die Platanen niederfiel. Ein Gefühl der Befreiung überkam sie. Ruhe. Ruhe. Es war einen Monat später und der September ging auf die Neige. Das Wetter war schön, aber das Laub im Parke zeigte schon viel Rot und Gelb, und seit den Äquinoxien, die 3 Sturmtage gebracht hatten, lagen die Blätter überall hin ausgestreut. Auf dem Rondell hatte sich eine kleine Veränderung vollzogen. Die Sonnenuhr war fort, und an der Stelle, wo sie gestanden hatte, lag seit gestern eine weiße Marmorplatte, darauf stand nichts als Effi Briest und darunter ein Kreuz. Das war Effis letzte Bitte gewesen. Ich möchte auf meinem Stein meinen alten Namen wiederhaben. Ich habe dem anderen keine Ehre gemacht. Und es war ihr versprochen worden. Ja, gestern war die Marmorplatte gekommen und aufgelegt worden. Und angesichts der Stelle saßen nun wieder Briest und Frau und sahen darauf hin und auf den Heliotrop, den man geschont unter den Stein jetzt einrahmte. Rollo lag daneben, den Kopf in die Pfoten gesteckt. Wilke, dessen Gamaschen immer weiter wurden, brachte das Frühstück und die Post. Und der alte Briest sagte, »Wilke, bestelle den kleinen Wagen. Ich will mit der Frau über Land fahren.« Frau von Briest hatte mittlerweile den Kaffee eingeschenkt und sah nach dem Rodell und seinem Blumenbeete. »Sieh, Briest, Rollo liegt wieder vor dem Stein. Es ist ihm doch noch tiefer gegangen als uns. Er frisst auch nicht mehr.« »Tja, Luise, die Kreatur, das ist ja, was ich immer sage. Es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben. Da reden wir immer von Instinkt. Am Ende ist es doch das Beste.« »Sprich nicht so. Wenn du so philosophierst, nimm es mir nicht übel, Briest. Dazu reicht es bei dir nicht aus.
Du hast deinen guten Verstand, aber du kannst doch nicht an solche Fragen. Eigentlich nicht. Und wenn denn schon überhaupt Fragen gestellt werden sollen, da gibt es ganz andere, Briest. Und ich kann dir sagen, es vergeht kein Tag, seit das arme Kind da liegt, wo mir solche Fragen nicht gekommen wären. Welche Fragen? Ob wir nicht doch vielleicht schuld sind. Unsinn, Luise. Wie meinst du das? Ob wir sie nicht anders in Zucht hätten nehmen müssen. Gerade wir. Denn Niemeyer ist doch eigentlich eine Null, weil er alles in Zweifel lässt. Und dann, Briest, so leid es mir tut, deine beständigen Zweideutigkeiten. Und zuletzt, womit ich mich selbst anklage, denn ich will nicht schuldlos ausgehen in dieser Sache, ob sie nicht doch vielleicht zu jung war? Rollo, der bei diesen Worten aufwachte, schüttelte den Kopf langsam hin und her, und Briest sagte ruhig: Ach, Luise, lass, es ist ein zu weites Feld.